Au. Ich würde schon ganz gerne irgendwie nicht in so einer Berg, in so einem Bergbiom sein wollen. Wenn wir hier, was, wenn es Nacht wird. Es ist gerade, oha. Achso, ich dachte, das ist Lava. Stehende Lava, alles klar. Wenn es Nacht wird, hätte ich weniger Bock drauf. Au, au. Ah, guten Tag. Wo kommen Sie denn her? Wohnen Sie hier? Oder haben Sie hier gewohnt? Ich hoffe, es hat keiner was geschrieben gerade. Ich habe nur das letzte von Marc gelesen und wie es mir geht. Falls da noch einer was hinterhergeworfen hat, gerne nochmal reinschreiben. Es rauschen nämlich über diese scheiß Einladungen vorbei. Ja, ja, guten Tag. Wir gehen einfach mal weiter geradeaus. Warte mal. Wie müssen wir denn hier? Y und Z. Z muss auf. Okay, Z passt eigentlich schon fast. Wir gehen einfach mal eine ganze Weile noch geradeaus hier. Vielleicht reicht es ja schon aus. Oder warte mal, wir haben doch ein Schneebiom bei uns hinten, ne? Vielleicht kommen wir vielleicht direkt gerade da an. Ist vielleicht dahinter schon unsere Butze? Das wäre witzig. Glaube ich aber nicht. Bam, 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 bam. Nö. Okay, gut. Bam, 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 bam. Oh Mann, das mit dem Bett regt mich auch jedes Mal wieder auf. Das passiert mir auch immer wieder. Immer wieder. Jedes Mal. So, ist hier hinten irgendwas? Aber das kann ja gar nicht sein, weil das Biom haben wir ja bei uns gar nicht in der Nähe. So, ich schau mal. X müssen wir auf. Ah, okay, wir müssen X müssen wir weiter hier hin. Wir gehen X bis hier hin. So, das sollte okay sein. Und dann müssen wir jetzt Z. Wir müssen eigentlich in diese Richtung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier. Was? Z, okay, da müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr so weit. Oder habe ich das komplett versaut? Passt es doch am Ende vielleicht gar nicht. Und wir haben uns komplett verlaufen und das war es jetzt einfach mit unserer Welt. Und wir kommen nie wieder zurück. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass ich zu unserem Spawnpunkt, dass ich mir die Videos vom letzten Mal anschaue. Beziehungsweise das Video, wo wir da jetzt angefangen haben. Oh Gott, oh Gott. Vielen Dank für eure Likes. Sabrina, Dankeschön. 1300 haben wir, aber seht ihr ja selber. Aber ich sag's trotzdem. Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt. Moin. So, hallo. Ich will hier hoch. So, so. Nein. Nein. Ja. So, so, so. Huhu, Twinky Pinky, ich grüße dich. Wie geht es dir? Ey, warte mal. Oh, ich bin auch so ein Vollhorst, ne? Oh, ich bin so ein richtiger Vollhorst. So ein richtiger Vollhorst. Es ist ja minus 193. Arr. Wieso besser? Was war los? Was war bei dir los gewesen? Aber es ist auf jeden Fall schön zu lesen. Du bist die Zweite, der es besser geht. Sabrina geht es jetzt auch wieder besser. Manometer. Auch, ah, hattest du das nicht geschrieben gehabt in einem Tag? Irgendwann hat es das geschrieben. Gestern? Da habe ich noch gefragt, ob du zu viel gegessen hast, ne? Genau. Genau. Habe ich mich gleich wieder dran erinnert. Stimmt, 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 stimmt. Oder ist das das Dorf? Kann das sein, dass das das Dorf ist und da hinten unsere Welt, unser Häuschen ist schon? Es kommt mir sehr bekannt vor gerade hier, aber wir sind doch gerade ausgegangen von hier aus gesehen letztes Mal.
Ich glaube, das ist es sogar. Ja, das ist es. Gucke an. Wir sind doch letztes Mal geradeaus mit dem Boot, ne? Und jetzt kommen wir hier hinten an? Sind wir im Kreis gelaufen? Nö. Hä? Ganz merkwürdig. Okay, auf jeden Fall sind wir da. Minecraft oder was spielst du da? Ja, richtig, Minecraft. Aufnahme für YouTube. Also nicht wunder, wenn ich hier die ganze Zeit quatsche, weil hatte ich mich auch schon mal gehabt. Habe ich angefangen, zocke, rede und kommt einer rein. Warum redest du denn? Da guckt doch gar keiner zu. Es ist ja auch halt eine YouTube-Aufnahme. Mann, no Meter. Man kann noch mal fragen. Man kann noch mal ganz lieb fragen. Sage mal, warum bist du so doof und redest? Geh weg. Wir rennen ja schnell nach Hause. Dann können wir eine Runde knacken. Und erst eine ganze Plunder wegpacken. Oh, hier sind wir. Sehr schön. Verstehe ich aber nicht. Wir sind da hinten lang und da kommen wir raus. Okay. Ist halt so, wie es ist. Zack. Guten Tag. Okay, das ging doch schneller als gedacht. Nimmst du auch auf, dass du wieder... redest? Ja, ich nehme tatsächlich auf. Aufnahme läuft und Mikrofon steht auch oben. Danke, Sabrina. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Das passiert mir nur, wenn ich irgendwie was mache. Ich habe gerade genießt und habe auf Pause gemacht. Und habe da tatsächlich wieder dran gedacht. So. Ein Boot. Ja, jetzt haben wir hier ein Boot auf Tasche. Eigentlich totaler Quatsch. Aber wir haben viel Rohkupfer. Das können wir schön brennen. Tiefenschiefer. So, meine Lieben. 2000 Lackes. Fragen kostet nicht. Sehr absolut wichtig auf jeden Fall. Gerade die Frage ist absolut wichtig, Sabrina. Da stimme ich hier voll und ganz zu. Bei mir weiß man ja nie. Okay, ich würde sagen, wir verballern das jetzt hier nicht und holen immer alles aus dem Ofen raus, sondern machen uns gleich mal das Schwert. Wenn ich hier erstmal ein bisschen was weggepackt habe. Die Schere können wir ruhig auf Tasche halten. Wo sind denn auch eine Blümchen? Da sind unsere Blümchen. Das ist Salat hier, das kann weg. So, Beeren haben wir da auch. Dann haben wir hier diese Blümchen noch. Feuer, ja, wo packen wir das Feuer hin? Packen wir das hier rein. Er hat eine Lavatasche zum Abendessen gehabt. Was hatte ich gehabt? Nein, 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 nein. Eine Maultasche, ja. Wolltest du nicht schreiben, Maultasche, ne? Weil wir wären nicht durchgekommen. Ich mach stark davon aus. Dam, da, dam. Wo bist du rausgegangen? Das kann ich nur noch spielen. Alles klar, Twinkie Pinky. Ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir viel Spaß beim Zocken. Oh. So. Jetzt bin ich durcheinander. Ach so. Hier, da, dort. Zack, zack. Ja, komm, die Klumpen lassen wir mal ruhig. Was machen wir? Wir sehen uns auch. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Dir auch viel Spaß beim Zocken. Dankeschön, Pinky Twinky. Nee, Twinky Pinky. Ups. So. So, was ist das denn hier? Eine Eisenspitzhacke. Achso. Gerne. Twinky, schönen Abend noch. Schere, Schere, Schere behalten wir. Schere behalten wir. Schere behalten wir. Jetzt machen wir uns ein neues Schwert. Nee. Macht keinen Sinn. So. So, so, so. So, nein. So wird ein Schuh draus. Machen wir hier mal. Und hier mal. Und so mal. So, fertig. Und hier rein. Zack. Oha, Kohle haben wir. Eieieiei. Kohle haben wir eine ganze Menge. Okay, wir latschen mal eine Runde runter. Und checken mal ab, ob das klappt. Ich habe schon wieder Schiss, dass ich irgendwas vergessen habe, aber läuft eigentlich alles. Aufnahme läuft, Bild passt auch, oder? Jo. Jo. 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei. Aua. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Hallo? Nee. Kurz kratzen hier im Auge. Stay Strong 79 iBond 007, ich grüße dich. Wie geht's dir? Alles schön bei dir?
Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Genau, wir gehen hier rein. Müssen wir auch noch machen, den Eingang. Packen uns. Nö. Wir holen uns erstmal Lapis Lazuli. Zack. 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 Und schon wieder nicht bekommen. Alles klar. Schon wieder nicht das bekommen, was wir wollten. Zum keine Ahnung wievielten Mal. Ja, soweit alles schick. Wie ist bei dir? Bei mir ist alles bestens. Kaffee ist da, mein Energy habe ich auch endlich wieder bekommen. Übrigens, ich habe der Firma mal geschrieben. 28 Black. Ich habe diese Firma mal angeschrieben. Und auch wunderbar. Mit dem Schokoriegel. Die habe ich auch mal angeschrieben. Heute. Mal gucken, ob sie antworten. Und wenn ja, bin ich mal gespannt. Hier müssen wir auch noch machen den Aufgang, ne? Nur noch zu Ende machen. Das freut mich zu hören. Danke für die ganzen Likes. 3200. Ja, gut. Also wir kriegen nachher bestimmt nochmal hin, dass wir hier nochmal ein Schwert enchanten können. Weil... aus Gründen und so. So. Hier machen wir rein. So, das... gebratenes Schweinefleisch. Sehr geil. Haben wir jetzt auch mal was? Da können wir auch gleich mal vorbeischauen. So. Können wir pennen gehen noch? Oder ist schon Tag? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich die mal angeschrieben. Hier, ne, den Energy-Drink da. Abgeschrieben, hallo Energy. Und habe den Wunderbar-Riegel angeschrieben. Und habe mal gefragt, wie es aussieht hier mit einer Kooperation. Hä? Ob sie mir nicht irgendwie... keine Ahnung. Ich zeige den Energy und ihren Wunderbar-Riegel in meinen Streams und bei ab und zu bei YouTube und vielleicht, wenn ich den Twitch mache, auch bei Twitch. Ob es da nicht mal irgendwie was gibt. Ob ich da nicht vielleicht... ich würde mich schon zufrieden geben, wenn ich jeden Monat ein paar Dosen zugeschickt bekomme und einen Karton... Wunderbars! Achso, wir wollen ja zu den Schweinen. Ich sollte nicht so viel Energy trinken, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Kommen Sie ran, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Fütterung, Fütterung. Ich bin ja auch der Fütterer. Okay, okay, okay. Ist gut. Für den einen oder anderen Insider. Für manche nicht so. Was macht denn der da draußen? Sabrina, danke für deine Likes. Likes? Okay, Likes sind auch gut. Wir machen hier mal bis... oh, nee, nicht die Kinder. Bis 29 machen wir hier mal. Rollen wir hier mal auf bis 29. Jo, haben wir. Energy kann man nicht zu viel haben. Genau wie Käse. Absolut James Bond. Also ich sag jetzt mal James, ne? Einfach so, weil das wird ja James Bond sein. Klar, 007 und so. Bond, sage ich jetzt. So. Nee, du warst doch Ivo, ne? Du bist doch Ivo, genau. Jetzt kommt, jetzt fällt es mir erst wieder ein. Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Ivo. Meine Fresse. Der hätte ja glatt nochmal gefragt, wie es dir geht. Die brauchen ja auch noch was. Ja, okay, Energy... trinke ich tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen häufiger wieder. Habe ich eine Zeit lang jeden Tag eine Dose. Das ist nicht viel eigentlich. Mittlerweile trinke ich, glaube ich, 3 die Woche. Gutes Gedächtnis, Sabrina. Also mittlerweile klappt es echt ganz gut hier bei TikTok mit euren Namen. Gut, bei Sabrina ist es auch nicht schwer. Aber die, den hätte ich sowieso drin. Die sehe ich ja fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ja, mittlerweile so 2-3 Dosen die Woche. Das ist okay. Kaffee jeden Tag auf alle Fälle. Aber Käse muss immer sein. Also ohne Käse geht einfach gar nichts. Das ist Fakt. Ganz einfache Kiste. Wer was anderes sagt, der lügt. So. Kommen Sie ran. Oh, mach doch mal die Tür zu. Zieht. Ja, der Stall ist natürlich sehr leer hier.